Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Middelhoff. Sie wissen, dass Sie die Latte ganz schön hochlegen. Und 2022 wird abgerechnet. Der Minister ist da ein bisschen klüger, weil wir erinnern uns natürlich auch noch an den Wahlkampf, wo Ihr Parteivorsitzender Lindner jeden Morgen Brötchentüten verteilt hat und die CDU entsprechende Plakate geklebt hat. Der Verkehrsminister hat uns ja schon per Rheinischer Post wissen lassen, ob man 2022, also in 5 Jahren, weniger Stau hat oder mehr, das könnte man heutzutage nicht genau sagen. Mit so einer Rede, wie Sie die hier halten, da können Sie doch ganz fest davon ausgehen, das bringt zwar dem Land überhaupt nichts und den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt nichts, aber wir werden uns auch 2022 hinstellen können und sagen können, das ist Ihr Stau. Weil wir alle miteinander wissen, und das ist eben das Schlimme an dieser ganzen Debatte hier, dass die ständige Ping-Pong-Bälle zuspielen, was uns hier im Land überhaupt nicht weiterbringt. Es gibt Versäumnisse in der Infrastrukturplanung und Infrastruktursanierung. In erster Linie habe ich jetzt das Wort. In der Infrastruktursanierung aus den 90er und 2000er Jahren, da haben rot-grüne Regierungen zu beigetragen, da haben schwarz-gelbe Regierungen zu beigetragen. In Ihrer Regierungszeit sind alleine bei Straßen NRW 760 Vollzeitstellen weggefallen. Und Sie werfen uns vor, dass zu wenige Projekte geplant sind. Das ist Ihre Regierungszeit gewesen. Das war Ihr CDU-Verkehrsminister. Lieber Kollege Rasche, du weißt ganz genau, detaillierter, welche Fehler auch in CDU und FDP-Regierungszeit gelaufen sind. Und wir haben auch Fehler gemacht, das gestehe ich auch ein. Aber sich hier hinzustellen als neuer Abgeordneter, Kollege Middeldorf, und so zu tun, als wenn die Weltgeschichte 2017 neu beginnen würde und alles, was in den letzten 7 Jahren passiert ist, alles falsch war. Ich frage mich häufig in den Ausschusssitzungen, da sitzen ja ganz viele Leute aus dem Ministerium, Leute auch mit CDU- und FDP-Parteibuch in führenden Stellen im Verkehrsministerium. Was mögen die denken, was sie über ihre Arbeit denken, was sie in den letzten Jahren im Ministerium und bei Straßen NRW gemacht haben? Sie stellen das so dar, als wenn die sieben Jahre die Hände in den Schoß gelegt hätten und überhaupt nichts getan hätten. Und jetzt kommen die neuen Heilsbringer von CDU und FDP und jetzt wird alles besser. Jetzt wird der Verkehr fließen. Jetzt wird überall finanziert werden. Das sind doch die platten Reden, die Sie hier halten. Schenken wir doch den Bürgerinnen und Bürgern ein Stück mehr Wahrheit ein, ein bisschen mehr Mineralwasser und ein bisschen weniger Wein. Wir wissen alle, es wird dauern. Wir haben vieles in den nächsten Jahren vor uns. Es wird massiv dauern und es wird auch noch mehr Stau geben, weil wir massive Sanierungsmaßnahmen vor uns haben. Und mich würde mal sehr interessieren, Herr Kollege Middeldorf, ich zitiere Sie immer wieder, weil Sie waren jetzt der Vorredner und man kann sich auch schon gut daran aufhängen. Sie haben gesagt, ideologiefrei würde in allen Bereichen investiert. Was machen Sie denn da konkret? Also im Bereich beispielsweise Nahmobilität, also das ist alles das, was nicht mit Auto zu tun hat, da drehen Sie direkt den Kopf weg, weil das natürlich kein FDP-Thema ist, da nehmen Sie eine bescheidene 1-Millionen-Summe zusätzlich in die Hand. 1 Million mehr, na Gott, also. Wenn Sie real umsteuern wollen, also wenn Sie wirklich Alternativen stärken wollen und gleichzeitig im Bereich von Straße investieren wollen. Sie haben gesagt, es gibt bündelweise planfestgestellte Maßnahmen. In diesem Haushalt werden 5 Millionen Euro zusätzlich für Straßenneubau in die Hand genommen. Also wenn es doch so wäre, dass der Minister sozusagen bündelweise Maßnahmen, die wir nicht gebaut hätten, jetzt umsetzen könnte, warum nehmen Sie dann nur 5 Millionen Euro mehr in die Hand? Sie müssen doch massiv Projekte haben. So, das ist eine Frage. Oder die zweite Frage, die ich mir stelle, der Minister hat uns ja im Ausschuss das Gegenteil erzählt. Er hat gesagt, er wäre ins Haus gekommen und er hätte die Schubladen aufgezogen, da wäre nichts drin gewesen. Wir haben 2013 eine Straßenpriorisierung vorgenommen und es waren 183 Projekte in der letzten oder vorletzten Planungsstufe auf grün priorisiert, 183. Und jährlich im Straßenbauprogramm wurden 10 bis 15, maximal 20 Projekte realisiert. Wenn man das jetzt mal nachrechnet, müsste doch der Minister 80, 90 Straßen, die weitestgehend fertig sind, die planfestgestellt sind, baureif haben. Da frage ich mich, ich habe auch eine kleine Anfrage deswegen gestellt, wo sind die leeren Schubladen? Also was ist aus diesen mindestens über 80 Straßen denn geworden?
die von uns auch weitergetrieben worden sind, also in der Planung etc. So, das sind Fragen, die offen sind. Ich glaube, es wäre Zeit, so ein bisschen abzurüsten, so ein bisschen weniger so zu tun. Naja, also ich habe den Antrag nicht gestellt. Das müssen Sie mir nicht vorwerfen. Da müssen Sie sich bei der SPD beschweren. Da müssen Sie sich bei der SPD beschweren. Ja, das ist nicht mein Eintrag. Ich sage nur, das Theater, was Sie, lieber Kollege Löttgen, wir können das jetzt 4 Jahre hier so machen, und dann machen wir in 4 Jahren den gleichen Wahlkampf, den Sie damals, den Sie 2017 gemacht haben. Das könnte man wahrscheinlich machen, ja. Wenn Sie dabei Ich glaube nur, es bringt unser Land und den Leuten, die mobil sein wollen, und den Leuten, die auch im Stau stehen, bringt uns das real nicht weiter. Ich hoffe, dass wir miteinander vernünftiger vorankommen und dass wir so ein bisschen verbal abrüsten. Ich nehme das beim Minister häufig wahr, dass er das tut. Das finde ich auch gut. Naja, da müsste ich Herrn Fussem angucken, weil der hat eine ähnlich dynamische Rede im letzten Ausschuss gehalten, wie das Herr Middeldorf jetzt hier auch gemacht hat. Der Minister ist da manchmal etwas vernünftiger. Ich bin jetzt gespannt auf seine Ausführungen. Ich entschuldige mich, ich habe eben 3 Minuten kürzer geredet. Jetzt habe ich es wieder rausgeholt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.